Servus, guten Morgen. Schaut's. Traumhaft. Geil, oder? Wir haben hier 13 cm, dass die tippen so gut. Neuschnee. Und das Geile ist Pulverschnee. Richtig geiler Pulverschnee. Es hat 4 Grad minus hier draußen. Perfekt, richtig geil. Bin schon ziemlich bald raus heute. Bin im Wald unterwegs. Bin jetzt an einem mir bekannten Platz, dem Warsee. Und den habe ich auch absichtlich aufgesucht, weil der Platz eine schöne Fläche hat hier, offene. Schön mit Licht durchflutet, weil es doch ziemlich bewölkt ist, dass ich auch gut filmen kann, dass ihr auch was seht. Er ist schön eingewachsen, es ist mitten im Wald, man hört nothing. Das ist echt geil, man hört ein bisschen einen Wind, richtig cool. Also richtig, richtig cool, und da werden wir heute ein bisschen einen Beitrag machen. Ja, und was geht es bei dem Beitrag? Mir ist aufgefallen in letzter Zeit, dass ich viele Bilder sehe bei Instagram und so, wo viele Leute, die wo neu in der Materie sind, rausgehen und nicht wissen, wie man genau ein Tarp aufbaut. Das ist ja nichts Schlimmes. Sie wissen es halt einfach nicht. Ich habe es auch mal lernen müssen, dass man die Variante probiert und die. Und da möchte ich einfach wieder ein bisschen Anstöße geben und ihnen leider ein bisschen was zeigen, was man gerade bei so einem Wetter wie heute perfekt brauchen kann. Es ist jetzt eine Tarp-Aufbau-Variante, wo man jetzt nicht unbedingt in der Nacht zum Nächtigen hernehmen kann. Im Sommer, ja, im Winter. Geht auch, braucht man jetzt ein größeres Tarp für 4 Meter, dann geht's. Ich habe jetzt mein USMC, US Marine Corps Tarp dabei, und mit dem kann man es wunderbar machen. Das ist eine Aufbauvariante, wo man einfach ein bisschen geschützt sitzt, so das Tarp um mich rum, wo die ganze Wärme vom Feuer reinkommt und wo ich auch von oben ein bisschen geschützt bin, wenn der Schnee runterfällt oder wenn es ein bisschen schneit, wenn es ein bisschen regnet. Es ist brutal schnell Aufbau, das ist total einfach, und die möchte ich euch einfach heute zeigen, weil die Aufbauvariante sieht man sehr, sehr selten, und das ist cool, weil man es einfach wirklich mit jedem Tag machen kann und einfach schnell aufbauen. Man hat wirklich einen sinnvollen Wetterschutz quasi, und dann, das steigert dann auch den Wohlfühlfaktor, sagen wir es so. Weil eben, das sage ich immer, falls da draußen Zeuge haben, entweder gar kein Tarp dabei, muss ich jetzt nicht sagen, aber irgendwo gehört es ja auch dazu, oder Spannungstarp, immer ein bisschen so, ja, wie man es halt kennt, so einer, so schräg und so, so lean on, und wie man es halt immer alle auch nennt, keine Ahnung, wie soll ich heißen. Und da möchte ich einfach wieder ein bisschen was zeigen heute. Und das machen wir jetzt. Ich baue jetzt da auf. Viel Spaß bei dem Video. Wir sehen uns gleich. Und servus dabei. So, mit diesem Tarp hier werden wir das Ganze aufbauen. Das ist nicht nur ein Tarp, das ist ein US Marine Corps Tarp. So schaut nämlich das aus. So sagt man das in Amerika, was ich festgestellt habe. So was kauft man in Amerika. US Marine Corps Tarp. Und ja, mit dem bauen wir es jetzt. Ja, es hat mich gewiss der Förster gehört. Oder der Jäger. Ja, wieder bald gekommen. Aber bis dahin möchte ich fertig sein, dass er einen Tast Tee kriegt von mir. Ein warmer Tee. Wir sind schon rum drin, alles dabei heute, und so schaut's aus. Ich habe mir das Tarp jetzt hier auf dem Boden aufgelegt, dass man schön sieht, wie ungefähr, ja, dann sitzt das Ganze, da die mit dem Ausgang jetzt in diese Richtung aufbauen,
aber zum Filmen ist es jetzt besser hier, weil da muss ich nachher da drin umeinander greien, dass ich da filmen kann, das mag ich auch nicht. Und von dem her schaut es so aus, dass ich hier ungefähr sitze. Das wird ungefähr die Spitze vom Tarp, vorne der Wetterschutz. Dann ist hinten, geht es runter über den Rücken und links und rechts habe ich meine Wings, die ich runterziehe, dass ich von der Seite auch geschützt bin. Jetzt geht es weiter zum nächsten Schritt und dann ja, werdet ihr es sehen im Laufe der Schritte der verschiedenen jetzt, wie das Ganze dann ausschaut. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Schritt jetzt. Der ist eigentlich ganz einfach. Und zwar geht man jetzt hier, wo die Mitte ist vom Tarp, ein bisschen weiter nach vorne. Also ich mache es so. Man muss es nicht machen, aber ich mache es so, dass ich von der Mitte ungefähr nochmal, ja, 20, 15 cm ungefähr raufgehe. Zur Spitze, wo ich gesagt habe, ist die Spitze. Und dann würde ich hier so ein kleines Döschen, das zeige ich euch jetzt gleich in Nahaufnahme, filme jetzt gleich, hier reingeben und das Ganze dann verschnüren. Ich weiß es nicht, ich zeige es euch einmal hier dann, wenn man es so macht, man macht es einmal mit einem Stein. Ich habe jetzt einfach eine Dose genommen, man kann auch ein Kilis nehmen, keine Ahnung, irgendwo so ein Schneeball, Eis, ist kein Problem. Man nimmt so und wickelt jetzt Paracord rum und somit hat man einen Haltepunkt vom Tarp. Das ist sehr wichtig, weil, ja, was heißt wichtig? In dem Fall ist es jetzt wichtig, weil ich keine Schlaufen habe damit. Von dem her muss er mir erst irgendwie ein bisschen behelfen und da funktioniert das sehr gut. Das hält wirklich einiges her. Ich habe das schon oft probiert mit Steinen und so, das funktioniert wirklich super. Nehmt keine scharfkantige Sachen, weil sonst beim Wind, wenn das arbeitet, dann ist es kaputt. Wenn jemand weiß, ob es da einen speziellen Begriff gibt, ich weiß noch jetzt nicht, ich habe mich noch nie beschäftigt damit, aber wahrscheinlich gibt es auch irgendeinen speziellen Begriff dafür, wie das Teil heißt. Bitte in die Kommentarfunktion, ich möchte da auch ein bisschen was lernen. Und dann geht es gleich weiter zum nächsten Schritt. Ihr seht es, ich habe es jetzt hier befestigt. Trick 17 kennt jeder wahrscheinlich von euch. Und habe das Ganze ein bisschen verknotet, umwickelt, fertig. Und diese Schnur wandert dann nach hinten zum Spanner. Und jetzt braucht man einen Hering. Der ist auch ganz wichtig. Den habe ich heute ja, irgendwo da drin. Ja, da ist einer. Und diesen Hering werden wir hinten befestigen. So. Somit geht es jetzt vorne weiter. Ihr seht jetzt, das ist die Spitze vorne, wo ich gesagt habe, vom Dach, vom Tarp. Die müssen wir jetzt raufspannen. Da kann man in der Höhe variieren, wie man es mag. Man kann jetzt die Spitze so nach vorne ziehen. Man kann es auch höher machen, je nachdem, wie man mag. Man sollte jetzt einigermaßen da sitzen können und damit, oder jetzt, werden wir hier eine Schnur befestigen. Das heißt, eine Schnur, ein Paracord, und werden wir es oben drüber schmeißen, dass wir es spannen können und dann schauen wir uns den nächsten Schritt an. Okay, hat man so eine Höhe angepeilt, wo man spannen mag. Da braucht man natürlich jetzt entweder so einen Baum mit verschiedenen Ästen, dass man die Höhe variieren kann, oder man macht sich halt jetzt eine Stange vorne. Man kann zwei Stangen über Kreuz nehmen, das ist ein Spanner. Das überlasse ich euch, wie ihr es macht. Ich muss jetzt auf jeden Fall da oben das da drüber schmeißen. Da kann man sich auch vorne einen Stecker dran binden oder halt einfach seine Säge nehmen und überschmeißen. Okay, es ist jetzt gespannt, ihr seht es. Und jetzt geht es zu unserem Abspannpunkt in der Mitte, wo wir uns selber gebaut haben, mit diesen Döschen hier. Der geht hinten rauf an die Höhe, dass wir hier, wo wir dann sitzen, ein bisschen Volumen reinbringen in die ganze Geschichte. Und dann spannen wir noch die Wings aus oder halt die Seitenteile und dann ist eigentlich schon fertig. Ja, und jetzt habe ich meine Seitenteile runtergespannt, meine Wings, wie man so schön sagt. Und die schauen wir uns jetzt auf der anderen Seite an und dann schauen wir mal innen rein, wie man Platz hat drin, weil das könnt ihr jetzt wahrscheinlich sehr schlecht vorstellen von der Perspektive, aber das schauen wir uns jetzt gleich an.
Seht ihr, wie viel Platz das man da drin hat? Also ich kann da schon fast stehen hier vorne. Ich schaue jetzt von der Perspektive von der Kamera, wie es zeigt, hat ziemlich klar aus. Aber es ist wirklich geräumig. Und das Schöne ist, man kann jetzt hier ungefähr ein Feuer machen. Man ist aber trotzdem ein bisschen geschützt durch die Flanken. Und die Wärme geht natürlich noch innen rein. Das ist perfekt. Ich habe jetzt unten absichtlich offen lassen hier. Man kann das natürlich jetzt auch zumachen komplett, ganz klar. Ganz einfach, einen Hering rein, runterziehen, dann ist es auch zu. Ich habe es ein wenig offen lassen, dass es ein bisschen zirkulieren kann, wenn ich jetzt hier Feuer mache, dass der Rauch reinzieht und kann dadurch wieder schön abziehen. Weil sonst steht ja die ganze Zeit der Rauch da drin, wenn ich da drin sitze. Und das will ich ja nicht. Und so zieht es da leicht den Rauch aus. Das ist perfekt, Kaminwirkung. Ja, ihr seht, das ist wirklich mega genial. Sehr schnell auf zum Bau. Man kann es überall aufbauen, auch ohne Bäume. Überhaupt kein Problem nicht. Und was richtig geil ist, wenn man ein Tarp hat, so wie es ich daheim habe, ein Schürfenbag oder ein Fehldjucken halt, oder irgendein Tarp mit einer Silberbeschichtung, das reflektiert das Ganze natürlich dann, wenn hier Feuer ist, wunderbar da rein und dann hat man es wirklich schön warm drin. Das ist jetzt eigentlich optimal, wenn man jetzt am Nachmittag rausgeht, ein bisschen zum Kochen oder irgend sowas macht, kann man sich das aufbauen. Man legt sich hier ein paar Felle ein oder eine Plane, nimmt so ein paar Spalatka mit oder so eine NVA-Plane, keine Ahnung, Teppich, sonst irgendwas, Isomatten und dann baut man sich hier ein bisschen was auf, ein kleines Lager. Man hat wirklich viel Platz zum Kochen hier. Das ist wirklich geil. Okay, das friert jetzt schon langsam alles ein. Ich muss ein bisschen aufschauen mit dem Werkzeug. Ja, bin jetzt da soweit fertig. Ich will jetzt hier noch einen kleinen Sicht- und Windschutz erfahren. Kann ich euch auch noch kurz was zeigen. Mit der Isomatte muss ich mal schauen, ob es nicht braucht zum Draufsitzen oder dass ich da einen kleinen Windschutz baue. Und dann wirst du ein bisschen Holz machen und dann ein kleines Feuer machen, mir einen schönen Tee machen. Ich habe Cookies dabei und wir müssen jetzt ein bisschen einrichten und dann lasse ich den Tag ein bisschen ausklingen da draußen. Ja, man kann sich jetzt hier mit dieser Faltisomatte ja wunderbar einen schönen einen Windfangbau oder halt auch einen Sichtschutz ein bisschen. Sichtschutz ist jetzt zweitrangig, bei mir ist das egal, aber es reflektiert auch wieder die Wärme zurück. Das ist natürlich gut. Man kann natürlich jetzt hier bauen, wie man mag. Man kann es so bauen, man kann es, wie man halt mag. Ich baue es jetzt hier ein bisschen so her. Ich werde dann da ungefähr mein Feuer machen und dann bin ich auch ganz gut geschützt. So, ich habe jetzt hier einen wunderbaren Windschutz, Windfang und einen Wärmereflektor. Man kann das Ganze natürlich erst auskleiden mit einer Isomatte, die isoliert ist. Das war natürlich besser, die reflektierte Wärme wunderbar weg. Man kann eine Rettungsdecke hernehmen, funktioniert auch gut. Ich bin jetzt nicht der Rettungsdecken-Fan. Ich mag es wirklich von der Wärmeleistung her super, aber einfach das Rascheln, das nervt mich brutal. Ja, und perfektes Lager jetzt. Also da haben wir einen Eingangsbereich, man kann das hier noch zumachen. Ich habe hier da mein Lagerfeuer stehen. Oben ist das Tarp weit nur weg. Man kann den variabel bauen, wie man mag. Man kann da wirklich sehr stabil bauen, dass wirklich viel Wind herhält. Man kann da mit Stöcken jetzt durchflechten, wie man mag. Das werden wir im Laufe der Jahre alles ein bisschen durchexerzieren. Ja, ich höre jetzt, ich habe ein kleines Problem und jetzt hört es einmal zu, ob man es jetzt hört. Es sind einige Holzrücker jetzt gekommen und die sind wirklich nicht weit weg von mir. Das ist wirklich ein Problem jetzt gerade, weil das mich eigentlich echt wundert, dass um die Jahreszeit so weit darin jetzt Holzrücker sind. Aber die sind jetzt wirklich nicht weit weg, also das ist blöd. Jetzt nicht, weil ich Angst habe, dass sie mich erwischen, also da, ich habe jetzt nichts gemacht. Das ist mir relativ egal, es geht einfach um das, dass ich jetzt hier keine Ruhe nicht finde. Das ist mein Problem und ich mache es jetzt so. Ich wollte erst eigentlich ein Buschboxfeuer machen und mir einen schönen Nachmittag machen da draußen. Aber wenn die da arbeiten und da fällt ein Baum nach dem anderen, also das sind mehrere Holzrücker, nicht nur einer, denke ich, werden das die auch nicht so schnell abziehen. Von dem her würde ich mir jetzt einfach einmal im Esbit hier ein bisschen was erhitzen, einen Tee
was richtig blöd ist, jetzt super mit Limetten dabei und jetzt hier zum Räuchern dabei. Das war das natürlich perfekt. Aber natürlich, wenn man die ganze Zeit die Sägen hört, habe ich keine Lust drauf. Von dem her würde ich jetzt einmal einen Tee trinken und einmal abwarten. Vielleicht ist dann wieder Schluss. Und wenn nicht, dann baue ich ab und wir noch ein bisschen wandern gehen halt. Kann sich ändern. Ich wollte noch ein paar schöne Aufnahmen einfangen jetzt hier mit Feuer, Musik hinterlegen und so weiter und so fort. Aber nein, geht jetzt nicht. Jetzt schauen wir mal, wie es wird. Und dann sehen wir uns nachher gleich. Ja, ihr seht es, ich habe hier Cookies dabei. Aber einen wunderbaren Tee. Ein Weitler Tee wieder. Und jetzt gerade ist es ein bisschen ruhiger. Aber da ist erst abgegangen. Also die haben wirklich nicht mehr weit weg. Man muss jetzt da echt abhauen, ohne Schmarrn. Weil die Bäume, die krachen da rum. In 2-Minuten-Tag fallen die Bäume um. Also das sind mindestens 6 oder 7 Forstwirte oder was. Das war schon ein ganz Lohnunternehmen da. Jetzt sind sie ein bisschen weiter hinten, ist ein Trupp, und da vorne, der ist vielleicht, also gefühlt 500 Meter noch weg von mir vielleicht. Das ist immer ein Wald ein bisschen schwer einzuschätzen, wie weit diese Entfernung ist, weil der Schall doch anders übertragen wird. Obwohl er relativ gut übertragen wird, weil es kalt ist. Aber ist echt scheiße. Ihr habt anhand der Bilder gesehen, wie gemütlich das jetzt da werden wird. Die hätten wir jetzt hier noch einen kleinen Treibein gebaut. Hätte da meine Buschbox jetzt aufgebaut, hätte da schön Holz gemacht jetzt und hätte mir einen richtig schönen Nachmittag gemacht. Ich hätte ein wenig Suppe noch mitgenommen, ein wenig, ja, so eine Pfannkuchensuppe und sowas. Aber ja, schade, man hätte da wirklich unheimlich geile Aufnahmen machen können mit dem ganzen Schnee da, mit dem Feuer, mit Musik hinterlegen und alles. Aber ich muss leider aufhören, weil ist das echt zu gefährlich, also die sind wirklich da irgendwo in der Umgebung, obwohl da eigentlich kein Rückweg verläuft. Also ich weiß die Gegend, also da ist ein ganz alter Rückweg, da kann man nicht fahren, also da ist nichts. Aber die sind gleich da vorne irgendwo, also echt. Wow. Naja, ich kann es nicht ändern. Ich kann jetzt mein Lager umbauen, aber dann ist es auch schon spät jetzt. Das ist natürlich blöd. Wenn ich Übernachtungstour machen würde, dann würde ich wahrscheinlich jetzt alles abbauen und dann an einen anderen Platz gehen. Da habe ich weitaus mehr Zeit als es. Und aber so ist es einfach blöd. Eichel her schreit auch die ganze Zeit, ist auch schon ziemlich gestresst. Ich meine, die machen auch noch ihren Job, aber trotzdem, das ist halt einfach ja, nervig. Wochenende hast du Menschen, Spaziergängerinnen, unter der Woche hast du Arbeiterinnen. Es ist wahrscheinlich kommt jetzt dann noch ein Förster oder so, keine Ahnung. Okay, dann würde ich sagen, bring jetzt immer einen Tee nach. Ist meine Cookies und dann wieder abbauen. Das Ganze nächste Mal wieder filmen können. Hoffentlich, dass es wieder anders läuft. Der Herz ist im Hintergrund die ganze Zeit, die Sägen. Das haut nicht hier. Also da finde ich keinen Ruhepol nicht, das mag ich nicht. Ich denke, da ist jeden schon so gegangen. Nicht nur mir, mir ist das auch schon öfter mal passiert. Also es ist zwar relativ selten, aber es kommt immer wieder so 2-3 Mal im Jahr vor oder 4 Mal, dass ich irgendwo gestört werde. Und ja.
gehört dazu zu unserem Hobby. Dann würde ich sagen, beende die Aufnahme jetzt, trink meinen Tee, lass uns noch ein bisschen gut gehen und dann baue ich ab und verschwind. Schade. Okay, trotzdem, der Beitrag, denke ich, hat voll gefallen, gerade diese Aufbauvariante. Testet es einmal, wirklich mega geil, super cool. Und dazu sehen wir uns bald wieder. Ich bin morgen sowieso auf Videodreh unterwegs, aber das ist ein Videodreh für Kanalmitglieder, ein kleines Video. Bin ja im Wald unterwegs, was ich in der Früh so mache, wird da ein bisschen mitbegleitet und so. Ja, das sehen dann die Leute. Okay, dann würde ich sagen, anständig bleiben, ehrlich bleiben wieder und der Weitler meldet sich wieder demnächst und dann hoffen wir, dass wir auch mal wieder ein schönes Feuer machen können und so. Macht es gut. Weitler sagt Servus, pfiat euch.